Ja, hallo und willkommen zurück in Green Hell, hier an unserem neuen, schönen, idyllischen Lagerplatz. Ich habe heute zwei Sachen vor, beziehungsweise heute und morgen. Den ersten Tag hier möchte ich gern mit Basebau verbringen. Ich will hier mal ein bisschen was hinstellen, so eine kleine Überdachung, damit wir auch das Trockengestell aufbauen können, was wir dann brauchen, um Fleisch zu trocknen, damit sich das länger hält und wir nicht ständig jagen gehen müssen. Zum anderen brauche ich natürlich eine größere Kochstelle hier, das mit den zwei Kochplätzen ist ein bisschen wenig. Und mal schauen, wie weit wir kommen. Vielleicht können wir auch schon den, weiß gerade nicht, wie er heißt, den Sandkasten hier hinstellen, wo man dann Lehmziegel macht. Denn wir können ja hier auch dank des Flusses mit Lehm bauen. Am nächsten Tag würde ich dann gerne mir die Karte holen von dem Gebiet, wo wir hier sind. Ich bin zwar hier noch drauf auf der Map. Hier ist die Bambusbrücke, über die wir gestern rübergegangen sind. Und hier müsste unser Lagerplatz sein. Also wir sind genau hier. Allerdings, das Gebiet, in dem wir sind, das ist hier noch viel größer. Wir brauchen einfach die nächste Karte und die ist auf einem Flugplatz und das holen wir uns morgen. So, genug gelabert. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier ein bisschen Platz. Machen wir das Gestrüpp hier weg und die Bäume. Und ja, mal schauen, wie weit wir dann kommen. Ja, wunderbar geht das hier, wenn man noch schön früh morgens ausgeschlafen ist, dann hat man noch die Ausdauer, um ja einen Baum nach dem anderen wegzuhacken. Ich sammle mir mal so ein paar Stöcker hier ein und die Seile auch, denn ich muss mir eine neue Axt bauen. Dazu werden wir auch Steine brauchen. Glücklicherweise liegen ja hier jede Menge Steine rum. So, zwei Steine, ein Stock und ein Seil ergibt uns die Axt. Wir können bald sicherlich auch bessere Äxte bauen. Muss mal schauen, vielleicht eine Knochenaxt oder so, keine Ahnung. Wenn es hier gerade mal regnet, ich habe doch das ganze Zeug noch im Inventar, oder? Jetzt will ich mal gucken, dass wir hier zumindest die Sachen aufstellen, damit wir hier Wasser haben, Trinkwasser. Warum ist jetzt das Feuer ausgegangen? Das ist nicht runtergebrannt. Es ist doch überdacht. Gestern hat es doch auch funktioniert hier mit dem Lagerfeuer unter dem Vorstand. Das ist doch gestern auch nicht ausgegangen, obwohl es geregnet hat, oder? Na gut, dann bauen wir halt einen Unterstand und machen das Feuer dann unter den Unterstand drunter. Ich werde ja auch die Baumstümpfe wegnehmen. Normalerweise würde ich es nicht machen, damit es nachwächst. Aber hier, wo wir bauen wollen, da brauche ich das nicht im Weg stehen haben. Gut, dank der Bäume haben wir ja auch genug Baumaterial rumliegen, denke ich. So, und das erste Gestell steht. Jetzt können wir gleich mal prüfen, ob das hier funktioniert, wie ich mir es denke. Ah, okay, oben rauf kriege ich eins und das dockt auch halbwegs dort an. Also es ist fast perfekt. Ich denke, man kommt dann darüber. Stellen wir hier noch eins daneben, damit wir ein bisschen mehr überdachten Platz haben. Ach, was, ein Seil fehlt. So, ich würde sagen, das mit den zweiter Etage und so, das machen wir dann später. Dann mache ich mir jetzt erstmal nur ein temporäres Palmblattdach, würde ich sagen, damit wir hier so ein bisschen Schutz haben vor Regen und da auch dann unser Lagerfeuer safe drunter stellen können, damit das nicht wieder ausgeht wie das alte. Und wenn ich es immer noch nicht kapiere, warum das jetzt ausgegangen ist. So, das ist auch fertig. Okay, hier liegt noch eine Liane rum, sehr gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal den Stock hier weg, packen den an die Seite. Ich würde hier gern das Lagerfeuer hinstellen. Und zwar am besten in einem Steinkreis, denn das gibt uns noch ein paar zusätzliche Plätze zum Kochen. So, hierfür brauchen wir jetzt jede Menge Steine.
unter anderem auch große Steine, die wir einzeln hertragen müssen. Aber da wir hier an diesem felsigen Bach sind, ist das eigentlich ganz gut. Hier sollte sich doch einiges finden lassen. Was ist das denn? Ih. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ist das neu? Tausendfüßer, Körper. Eins. Sammeln kann ich den nicht. Daraus was herstellen geht auch nicht. Ich könnte ihn essen. Versuche ich mal lieber zu kochen. Und dann schaue ich mal, was der gibt. Hier, ich esse jetzt das hier auf. Kohlenhydrate und Proteine gibt der. Nicht übel. So, weiter geht's. Steine sammeln. Aus dem Weg, Wasserschweine. Euch geht's nachher noch an den Kragen. Könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Oh, ich habe gerade einen eingeborenen Schreien hören. Ich glaube, da oben auf der Klippe ist einer drauf. Oh, hier liegt ja sogar ein großer Stein rum. Ich glaube, einen brauchen wir noch, ne? Und dann nur noch kleine. Und noch einer. So, jetzt nur noch kleine Steine. Ha, perfekt, dass hier so viele rumliegen. Oh, hier ist ein großer Ameisenhaufen. Gehe ich mal lieber nicht zu nah ran. Na, ein Stein noch. So, das war das. Dann kommt das Feuer hier rein. Gut. Und dann brauchen wir irgendwas Trockenes. Ich habe jetzt hier gerade nichts. Das hier ist auch noch nicht trocken. Dann muss ich mal auf die Suche gehen nach irgendwas, was man verwerten kann. Habe ich hier nicht vorhin irgendwo eine Tabakpflanze gesehen? Ach hier, dann nehmen wir die. Die kann man dafür auch benutzen. So, dann nimmt man sich einfach die Blätter hier und sagt sammeln. Und dann gibt es einmal Faser draus, die man direkt benutzen kann. Ich könnte jetzt auch dieses trockene Blatt, oder hier sind sogar zwei trockene Blätter dran. Allerdings ist das ein Nussbaum und ich will den Nussbaum hier vor meiner Tür nicht direkt killen, weil der versorgt mich ja regelmäßig mit Nüssen. So, einmal die Faser draufziehen, dann schauen wir mal, was von dem Fleisch, was wir haben, noch genießbar ist. Einiges ist auch schon verdorben, habe ich gesehen. Probieren wir es erstmal mit dem Tausendfüßler. Ah ja, den kann man kochen. Cool. Bin mal gespannt, was der gibt. Hier haben wir noch das Großkatzenfleisch von gestern. Hier haben wir noch das Krötenfleisch. Und zwei Klapperschlangenfleische sind leider verdorben. Hole ich da mal die Maden raus. Und Pilze haben wir hier auch, die verdorben sind. Heben wir uns mal auf für Dünger. Die Pilze hier, die kann ich essen. Die Nüsse kann ich essen. Das Ei können wir kochen. Dann kippe ich mal die Bidons aus. Und hole mir mal hier frisches, dreckiges Wasser. So, nehmen wir mal zwei von diesen Schalen hier mit. Die können wir dann zum Abkochen benutzen. Und zum Suppe machen. Ei essen. Riesenkrötenfleisch essen. Dann haben wir hier zwei Plätze frei. Da kommen die Kokosnussschalen rein. Mache ich auch gleich voll, damit das Wasser schon mal kocht. Und ja, wir könnten hier den Pilz reinmachen für eine Pilzsuppe. Und vielleicht noch einmal Madensuppe für mehr Proteine. Ist nicht besonders lecker, aber ist ja auch egal jetzt. Lass den Bidon mal hier. Den kleinen brauche ich jetzt im Moment nicht. So, dann bin ich ja mal sehr gespannt, wie der Tausendfüßer schmeckt. Gott, ist das lecker! Naja, drei Proteine minus fünf geistige Gesundheit ist nicht geil. Sollte man vielleicht nicht machen. Das Fleisch nehme ich mir mal mit für unterwegs. So, und dann genießen wir unsere Pilzsuppe. Kriegen wir die fünf geistige Gesundheit wieder zurück. Sehr gut. Und die Madensuppe, dann verlieren wir wieder zwei. Aber gibt acht Proteine, ist auch nicht übel. Und fünf Energie sogar. Und wusste ich gar nicht, dass die Energie gibt. Das ist nicht übel. So, das lassen wir hier. Die Knochen muss ich jetzt auch nicht mit rumschleppen, genauso wenig wie die Paranüsse. Die Blüte auch nicht. Aus den Federn kann ich mir mal sofort Pfeile bauen. Vielleicht finden wir ja noch mehr tote Vögel heute. Dann fühle ich mich auch sicherer, wenn ich genug Pfeile habe. So, dann sammeln wir den ganzen Kram hier mal auf. Zumindest soweit es geht. Und dann mit vollem Magen machen wir uns wieder an die Arbeit. Und bauen hier weiter. Wird vielleicht noch das Trockengestell aufstellen. Das ist ganz sinnvoll. Und dann mal schauen, was wir brauchen für den Lehmkasten.
Hier haben wir das Trockengestell. Muss nur schauen, dass ich das so hinstelle, dass ich danach noch Wände bauen kann hier. Notfalls muss ich es abreißen und nochmal hinsetzen. Gut, bauen wir das erstmal. Langer Stock, 7 Stück. Und da sind mir die Seile ausgegangen. Oh, hier gibt es nochmal neue Blätter für Verbände. Nehme ich mit. Oh, hier ist direkt ein Zwiebelbaum gewachsen vor unserer Haustür. Das ist ja nett. So, Seile ran und dann werden wahrscheinlich noch die Stöcker fehlen. Das sind aber kleine Stöcker. So, dann noch mehr Seile. Und am Ende fehlen jetzt nur noch die Knochennadeln, die wir hier aus Knochen gewinnen können. Ich hatte doch irgendwo meine Knochen hingepackt hier. Okay, dann haben wir jetzt 4 Knochennadeln. 3 brauchen wir nur. Ach, es sind ja Knochenhaken. Okay, dann muss ich Knochenhaken erst herstellen. 3 Stück. So, ran, ran und ran. Dann haben wir jetzt ein funktionierendes Trockengestell, können hier schön Fleisch abhängen. Würde sagen, wir machen davon auch gleich Gebrauch und hängen hier ein bisschen Wasserschweinfleisch hin, oder? Wenn die Brudis hier immer rumlaufen, eine gute Schussposition kommen. Yes, okay. Mir reicht erstmal ein. Das andere da kann erstmal noch leben bleiben. Das hat auch nochmal eine beeindruckende Menge an neuen Knochen gegeben. Mach das hier. Ach, siehst du, die Blätterhaufen, die kann ich eigentlich auch aufs Trockengestell tun. Weil die trocknen hier auch sehr gut. Sieht zwar ein bisschen eigenartig aus, weil die auf einmal so groß werden dann hier. Aber funktioniert auch. So, dann hängen wir das ganze Fleisch hier dran. Huch, nein, nicht runterfallen. So. Und ja, dann haben wir bald getrocknetes Fleisch. Finde ich gut. So, zum Bauen von Lehm muss ich einmal Lehm in die Hand nehmen, um aus dem Weg Stock. Geh doch aus dem Weg, um die ganzen Rezepte freizuschalten. So, jetzt haben wir hier Matsch in der Hand, das kann ich auch direkt wieder weglegen. Jetzt haben wir alle Lehmrezepte damit gelernt und können uns hier den Lehmmischer bauen. Und den will ich hier möglichst nah am Wasser hinstellen. Naja, vielleicht hier irgendwie hin. So. Oh, ich denke, wenn man von hier Lehm holt, ja, das ist ein komfortabler, kurzer Weg. Jetzt brauchen wir viele Holzscheite. Und es wird sehr, sehr dunkel. Aber ich habe noch genug Energie. Bin noch nicht so richtig müde. Da kann man noch ein bisschen was erledigen. Ja, bei den Holzscheiten muss man halt wissen. Nur die dickeren Bäume geben die. Und dann droppen sie leider auch nur immer 2. Und ich vermute, wir brauchen nach den 4 nochmal 4. Ja, nochmal 4. Okay, machen wir das noch fertig, die Blaupause. Und dann geht's erstmal ins Bett. Jo, dank des Mondes ist es jetzt wieder ganz gut hell hier eigentlich. Kann man sich nicht beklagen über die Aussicht. Das ist nicht übel. So, und jetzt kommt hier Flusslehm rein. Ich werde den gleich mal auffüllen mit Flusslehm. Ich will jetzt hier nicht anfangen, Lehm zu produzieren sofort, aber der muss danach bewässert werden. Und ich denke, wenn wir jetzt schlafen gehen, dann könnte es sein, dass es regnet und der dann automatisch schon bewässert wird. Ich brauche nur noch Asche. Wo kriege ich jetzt am besten Asche her? Das Feuer hier ist leider nicht runtergebrannt. Wenn ich das nochmal anmache, kann ich mir nicht eine Fackel bauen? Mir mal eine Fackel. Habe ich noch nie benutzt in Green Hell. Absolute Premiere jetzt. Die kann ich doch bestimmt hier anzünden, oder? Mhm. Anzünden. Ach, wie cool. Okay. Und damit das Feuer anzünden. Ja, das ist halt noch nicht runtergebrannt. Okay. So, was ist, wenn ich die wegpacke? Dann brennt die immer noch. Okay.
Ja, das ist interessant. Ich stecke also eine brennende Fackel mir irgendwo hin, ja? Das ist bestimmt eine gute Idee. Okay, bei dem Feuer hier will ich nachlegen. Das andere lasse ich runterbrennen. Dann haben wir da unsere Asche und unsere Kohle, die wir dann morgen früh in den Lehmmischer reinmachen können. Und danach holen wir uns erstmal die Karte. Und wenn wir wieder zurückkommen, dann müsste der ja bewässert sein. Ansonsten kann man den natürlich auch manuell bewässern mit einem Bidon. Das ist auch kein Problem, aber wenn man hier schon mal die Möglichkeit hat, dann kann man das auch nutzen. Bevor ich es vergesse, einmal Hände waschen, dann geht's ins Bett. Gute Nacht. Ah, guten Morgen. Es ist 6.23 Uhr. Die Sonne geht auf und es regnet. So, schauen wir uns mal an, wie das hier aussieht mit dem... Hier haben wir das. Lagerfeuerasche, Kohle. Ja, ich brauche die Kohle eigentlich gar nicht aufnehmen. Ich habe noch einen Blätterhaufen. Den kann ich hier rauflegen. Hier haben wir schon trockene Blätterhaufen. Müssen wir uns darum keine Gedanken mehr machen, keinen Zunder zu haben. Und das Fleisch braucht noch etwas. Okay, ich lege die Feuerasche hier rein. Das geht so. Und jetzt wird es, dadurch, dass es regnet, automatisch bewässert. Und danach haben wir hier draus Lehmziegel. So, die nützen mir jetzt natürlich noch nichts. Ich muss mir erst überlegen, wie man dann hier weiterbauen will. Schauen wir uns das mal an, ja. Also links und rechts passt's. Aber hinten komme ich nicht dran mit der Wand. Da habe ich das Gestell zu weit nach hinten platziert. Ach, ärgerlich. Gut, dann warten wir, bis das da fertig ist. Das ganze Fleisch. Und dann baue ich es nochmal ab und stelle die Wand hier hin. Wir müssen trinken, wir müssen essen. Und zwar eigentlich alles. Also los. So, das ist voll. Und dann schauen wir mal, was wir noch an unseren sehr dürftigen Nahrungsvorräten haben. Wir haben auf jeden Fall noch die Nüsse hier unten. Ich glaube, nur Kohlenhydrate wird eher ein Problem. Fleisch haben wir ja noch das. Wir haben ja auch noch andere Nüsse. Dann baue ich mir die eine Paranuss hier mal auseinander. Dann haben wir ein bisschen Wegzehrung, wenn wir jetzt uns gleich auf den Weg machen. Haben wir hier diese kleinen Nussstücke aus der Paranuss. Die sind auch ziemlich gut. Aus der Schale könnte man sich noch eine Angel bauen. Die andere Paranuss lasse ich hier. Die Molineria-Blätter lasse ich auch erstmal hier. Ja, Kohlenhydrate. Wir werden auch unterwegs sicherlich Kohlen... Oder warte mal. Ich habe doch hier diesen Baum. Ey, die Fackel brennt immer noch, ne? Wie geil ist das denn? Das ist ja eine Magic-Fackel. Ich habe doch hier den Zwiebelbaum. Mit diesem riesigen, Nein, es ist nicht, wonach es aussieht. Beruhigt euch. Es ist eine Zwiebel, ich schwöre. Nur wenige Minuten später. Und da ist die Zwiebel gekocht. Und die verspeisen wir auch sofort. 60 Kohlenhydrate. Das müsste mich voll aufgefüllt haben, ja. Alles klar. Und den Rest werden wir unterwegs finden. Ich nehme jetzt nicht so viel mit. Lassen hier alles so, wie es ist. Wenn wir zurückkommen, müsste das Fleisch auch getrocknet sein. Und ich versuche jetzt, den Flugplatz zu finden. Tja, an dem See hier sind Alligatoren leider. Und eine hübsche Insel, da können wir rübergehen. Würde ich auch gleich mal machen. Da gibt es auch noch Baupläne zu lernen. Jumpen wir mal hier rauf. Früher war diese Insel ein ziemlicher Safe Spot. Konnte man eigentlich nicht angegriffen werden, weil die KI hier nicht über die Brücken gekommen ist. Aber mittlerweile geht das. Mittlerweile können auch die Eingeborenen da über diese Brücken laufen. Und deswegen ist das hier nicht mehr safe. Oh, rostige Machete. Hier brennt wirklich diese Fackel, die am Rucksack dran heftet, ne? Das ist erstaunlich. Dann schmeiße ich die Axt weg. Ist bloß eine Steinaxt. Nimm lieber die Machete mit. Was haben wir hier noch? Ein Knochen. Eine Dose. Eine Angel, die lasse ich aber erstmal stehen. Können wir uns noch holen, wenn wir so brauchen. Ja, Schmerzmittel. Ich glaube, hier sind auch noch Sachen, nicht wahr? Hier sind auch noch Kokosnüsse. Und hier ist noch eine Tasche mit einer Dose. Weiß nicht, ob ich das alles mitschleppen will. Naja, gut. Ich bin auch nicht überladen. Ich habe ja kaum was mitgenommen. Das geht alles noch. Hier gibt es einen Bauplan. Und zwar der von der
Fischrolle oder Garnelenfalle ist das. Genau. Haben wir das auch gelernt. Ich bin mal gespannt, ob man so eine Garnelenfalle auch bei uns an den Fluss legen kann. Das habe ich noch nie ausprobiert. So, irgendwas krabbelt hier schon wieder. Nur ein paar Egel. Hallo Schildkröte. Müsste irgendwie nach Nordosten laufen. Das ist ja schon halbwegs die richtige Richtung hier. Und hier suche ich nach einer Höhle, wo man durchgehen kann auf die andere Seite von dieser Bergkette. Oh, hier haben wir einen toten Vogel. Ja, den sammle ich mal direkt und mache mir mal sofort neue Pfeile daraus. Je mehr Pfeile, desto besser. So, hier sieht es schon sehr verdächtig nach Höhlen aus. Hier ist auch eine. Keine Ahnung, ob wir hier richtig sind. 33, 23. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass man durch eine Höhle muss. Aus dem Weg, Skorpion. Ah, hier ist da wohl eine Sackgasse. Ah, ich glaube, hier sind wir durch. Nein, das ist natürlich nicht so. Ey, 34 West. Das ist noch zu weit westlich. Wir müssen viel weiter nach Osten kommen. Muss gleich nochmal gucken, ob es hier noch einen anderen Ausgang gibt. Eine Ewigkeit später. Hier bin ich wieder zurück, wo ich vorher war. War das nicht so, dass man durch die Höhlen dahin kommt? Ach Gott, das ist einfach zu lange her. Ich gehe mal die Bergkette hier entlang. Nicht, dass ich irgendwo noch eine andere Höhle übersehen habe oder so. Kann auch sein, dass ich mich gerade voll irre. Und das was komplett anderes war, was ich meine. Wir werden sehen. Oh, hier geht's noch hoch. Ist hier noch eine Höhle? Oh, das sieht vielversprechend aus. Ja. Ich glaube, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Ach, komm schon. Und ich habe diesen blöden Wurfhaken am Jeep liegen lassen, oder? Ach, dann war das hier. Dann war das mit einem... Dann braucht man das Kletterseil und den Wurfhaken dafür, um hier weiterzukommen. Ach, dann können wir ja noch gar nicht zu dem Flugplatz. Wenn das hier wirklich der einzige Weg ist. Aber ich glaube schon. Mäh, das ist ja nicht gut. Oh. Gute Frucht. Tja. Was tun? Ja, da haben wir keine Wahl. Dann müssen wir morgen nochmal einen Ausflug in den alten Map-Bereich machen. Da können wir dann gleich uns noch ein paar andere Dinge holen. Und uns den Wurfhaken von dem Jeep noch holen, den ich Dulli da liegen lassen habe. Ich fand das erst gar nicht so schlimm, weil ich nicht dachte, dass ich den so schnell brauchen werde. Da lagen ja auch noch Dosennahrung und sowas rum. Tja, muss ich nochmal hin. Gehen wir nochmal zurück dann über die Bambusbrücke an diesem eingeborenen Lager. Das können wir überfallen auf dem Rückweg oder so. Und uns von dort noch die Baupläne mitnehmen, die es da gibt. Hallo Krokodil. Wie sieht's aus? Willst du mir ein bisschen Krokodilfleisch geben? Es gibt eine Menge Knochen, die ich gerade alle nicht mitnehmen kann. Ich werde mal... Nee, ich werde jetzt nicht die Frucht essen, weil ich dreckig bin. Ja, komm, ich hau ein paar Stöcke raus. Was soll's? So. Tja, dann sind wir hier wieder zurück am See. So, und da sind wir wieder zurück zu Hause. Ja, letztendlich macht's ja nichts. Dann machen wir halt morgen den Ausflug. Dann nutzen wir heute die Zeit noch. Wie viel haben wir denn noch? 14:33 Uhr, noch den halben Tag Zeit.
Dann nutzen wir doch die Zeit hier noch, um ein paar Sachen zu bauen. Hey, ist das eine Tabakpflanze, die hier gewachsen ist? Kein Platz im Rucksack. Das ist ärgerlich. Aber wir können ja auch direkt die zu Verbänden verarbeiten. So, dann haben wir sogar was Gutes, falls uns mal noch so eine Schlange erwischt. Kann ja immer mal vorkommen. Setzen wir ein neues Feuer rein hier. Dann können wir heute Abend auch gleich wieder kochen. Jetzt bin ich ja mal gespannt mit der Garnelenfalle. Oh, das geht sogar. Kannst du hier, kann ich auch eine Fischfalle hier reinmachen? Das wäre ja crazy. Oh, ich kann sogar eine riesige Fischfalle hier reintun. Das ist ja stark. Ja, machen wir das doch. Da brauche ich nur einen Arsch voll Stöcker. Ach du Scheiße, 50 Stück. Zu wissen, dass hier so viele Bananenbäume stehen, das deckt natürlich meinen Bedarf an Kohlenhydraten im Moment absolut ab. Das war anstrengend. Hier müssten sich jetzt eigentlich von alleine Fische drin verirren, wenn ich mich nicht irre. Ey, ich höre doch den da singen oben. Oh, toter Vogel. Ich nehme doch hier nur den toten Vogel. Was hast du denn? Und die Apfelschnecke. Ich glaube, der ist wütend auf irgendwas. Au, was war das denn? Ach, sind hier giftige Fische drin oder was? Ach, come on. Das wusste ich gar nicht. Ja, jetzt ist es vergiftet. Das ist wie ein Schlangenbiss. Scheiße. Und der Typ da hinten singt. Ah, wir haben doch jetzt den Tabakverband. Komm, mach den rum. Dann beseitigen wir den Sänger da oben. Und dann muss ich sowieso ins Bett, weil ich sonst umfalle. Haha. Ganz schön dunkel. Ich trinke mal was, weil... Ja, ich weiß, Parasiten, aber das macht jetzt nichts. Die kann ich ja wieder heilen. Ah, ich muss nur erstmal einen Weg hier nach oben finden. Ja, sehr gut. So, da hinten sitzt er doch. Der hat ja seine Leuchtfarben an. Scheiße. Dachte, ich krieg den One-Hit. Ja, komm, hör auf, hin und her zu laufen. Alles klar. Ach, hier haben wir dann sogar einen Stammesbogen. Ich bin ja glücklich. So, dann holen wir uns von dem noch die Knochen. Das Menschenfleisch lasse ich dann hier liegen. Und dann muss es erstmal zurückgehen, aus Energiegründen. So, weg damit und auf schnellstem Wege nach Hause, bevor ich hier auf den Boden falle. Oh, das wird richtig knapp. Nicht umfallen. Kletterbett. Ach shit, jetzt ist er ohnmächtig geworden. Das hat nicht gereicht. So eine Scheiße. Ah, ganz falsch eingeschätzt.
So, jetzt, wie spät ist es denn? 22:18, okay. Kein Problem. Dann habe ich jetzt bestimmt Würmer. Da ist einer. Da ist einer. Nix. Und das jetzt schon geheilt, der Biss. Okay. Dann brauche ich 2 Knochennadeln. Um die Würmer zu entfernen. 1, 2. Mal gleich den Ascheverband drauf machen. Ich glaube, der ist etwas entzündungshemmend, aber ich werde auch mich gleich einmal komplett waschen müssen. Und das sollte ich möglichst schnell tun, denn der droht ja gleich schon wieder umzufallen. Ja, nee, kann ich nicht machen. Wenn ich mich als anfange jetzt zu waschen, dann falle ich wieder um. Erstmal schlafen. Das reicht schon. Wachen wir mal auf. 1.34 Uhr. Dann mache ich das jetzt mit dem Waschen. So, habe ich noch irgendwas, um die Parasiten loszuwerden? Ja, ich habe doch diese Pilze hier. So, dann sind wir die los. Wahrscheinlich hat sich jetzt irgendwas entzündet. Ja, natürlich. Ach, alles beides sogar, ja, weil wir dreckig waren. Dann nehmen wir die Maden. Machen da die Maden drauf. Sehr appetitlich, ich weiß. Komm, weg, aus dem Weg, Bananen. So, das muss jetzt erstmal arbeiten. Ich habe 3 Stacks Fieber, das ist richtig viel. Ich muss was trinken. Denn wahrscheinlich ist hier gar nichts mehr mit Hydration. Okay, besser als nichts. Dann essen wir noch was. Oh, die Früchte sind verdorben. Paranüsse. Und... Tja, ich würde ja ein Feuer machen. Ah, hier. Hier gibt es noch Proteine raus. So. Und dann gehen wir final schlafen. Und lassen ihn jetzt mal ausschlafen. Und dann werden wir uns am nächsten Morgen um alles kümmern müssen. Um Essen und Trinken vor allem. Ein bisschen Fieber ist noch da. Aber ich denke, wir schaffen unsere Vorhaben. Kurzer Check nochmal. Das ist wieder normal. Das ist wieder eine normale Wunde. Wir sind auch sauber. Jetzt dürfte sich das hier nicht mehr entzünden. Ich verbinde das noch. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich sag schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch die Serie gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr dranbleiben wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier geht's dann beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.